Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Sonja Hammerschmidt. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen und werte Zuseherinnen und Zuseher. Uns eint das Ziel. Wir wollen zu den wettbewerbsstärksten Nationen der Welt gehören. Wir wollen Innovation Leader sein, wie es auch in Ihrem Regierungsprogramm so formuliert ist. Denn wir sind ein Land ohne Rohstoffe. Es gilt daher, das intellektuelle Kapital des Landes zu befördern, zu unterstützen. Es gibt kreative und innovative Ideen zu befördern und in die Realität zu kriegen. Drei Säulen sind dafür ganz besonders wichtig. Und Sie haben es selbst schon erwähnt. Es geht um Exzellenz in der Grundlagenforschung. Ganz, ganz wichtig, aber Sie kann ich nicht verantwortlich machen für die ständige Unterdotierung des FWF. Auf der anderen Seite geht es um angewandte Forschung und Entwicklung. Und hier wurde ein Maßnahmenset über die letzten Jahre entwickelt, das sich sehr bewährt hat, das Unternehmen unterstützt, die Kooperation mit Universitäten, mit Fachhochschulen sehr besonders auch befördert. Und die dritte Säule, da geht es um Startups und um Gründungen. Und ich rede von technologieorientierten, innovationsbasierten Gründungen. Denn Ihnen, und das legen alle Studien zugrunde, wird besonders bescheinigt, dass Sie viele Arbeitsplätze schaffen, hochqualitative Arbeitsplätze schaffen, hohe Innovationskraft zeigen, sich an internationalen Märkten orientieren und eine sehr, sehr hohe Überlebensrate auch zeigen. Fakt ist aber auch, diese Gründungen sind forschungsbasiert, damit risikobehaftet und sehr kapitalintensiv. Und hier sehe ich den Auftrag der öffentlichen Hand, auch in die Intervention zu gehen. Überall dort, wo Marktversagen vorliegt, ist der Auftrag der öffentlichen Hand, gegenzusteuern. Die letzte Bundesregierung hat aus gutem Grunde und genau deshalb ein Start-up-Paket beschlossen, das sehr, sehr umfangreich und breit auch im Maßnahmensetting gestaltet war. Es ging um 185 Millionen Euro und 100 Millionen zusätzlich an Garantien. Sehr geehrter Herr Minister, Forschung braucht, und das haben Sie selbst erwähnt, Rahmenbedingungen, die auf Verlässlichkeit, Planbarkeit und Nachhaltigkeit gebaut sind. Und ein Blick in die UG 34 zeigt, dass zwar 2019 das Budget noch leicht steigt, dass es aber dann in den Folgejahren zurückgeht. Und auf die Anfragebeantwortung, auf meine Fragen, wo in der Forschungsförderung gestrichen wird und wie hoch sie ausfallen wird, haben Sie geantwortet, es geht um Kürzungen von 10 Millionen pro Jahr. Und Sie wissen noch nicht ganz genau, welche Instrumente davon betroffen sein werden. In Summe muss ich sagen, das ist für mich kein ausreichendes Commitment für die angewandte Forschung in Österreich. Und hier zu vertrösten auf das Forschungsförderungsgesetz scheint mir einfach schade zu sein, hier zuzuwarten. Und es ist vor allem kein visionäres Budget, das muss ich auch sagen. Vielleicht sind auch deshalb die Wirkungsziele so formuliert in Ihrer Untergliederung 34, wie sie formuliert sind, nämlich die Zielzahlen sind für die Folgejahre, sind in den vergangenen Jahren schon erreicht worden. Das zeigt auch, wie wenig ambitioniert hier geplant wird. Schade. Und ich würde mir wirklich hier mehr erwarten, um die Gründungsszene in Österreich zu unterstützen. Vielen Dank.